Ich habe schon mal überlegt, warum wir das überhaupt trainieren. Klar, will ich super aussehen, super stark sein, will die Nummer 1 in meinem Sport sein. Heute mit ein paar Dehnübungen. Also ich tippe ja immer noch drauf, dass der Meniskus überhaupt gar nichts hat. Die Dehnübung, die ich eben gemacht habe, hier mit einem Gummiband, Oberschenkelrückseite, also praktisch drei Positionen, einmal die Oberschenkelrückseite gerade, einmal in einem 45 Grad Winkel, um an die Innenseite ranzukommen hier, den ganzen Scheiß, ja. Und auch die Sehnen hier, ja, von den Muskeln, von denen ich auch fürs Problem habe. So was hier geht sehr geil in diesem 45-Grad-Winkel durchzugehen. Und danach einmal ganz nach außen raus, Adduktoren und sowas. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass gerade nach dem Sprinten und so, wenn mein Knie halt scheiße wehgetan hat, wenn ich die Dinger hier gemacht habe, hat sich das Knie angefühlt wie neu. Je nachdem, wo da mein Fuß dabei hinzeigt, kriege ich wieder mehr die Oberschenkelrückseite, mehr die Adduktoren. Mit so einem Mittelding, sehr geil, die Semis. Die Innenseite der Oberschenkelrückseite, wenn du so willst, Medium Hamstring oder was. Was mir mit meinem Carbon-Knie sehr geil hilft. Das Knie kaputt macht, weil die Hamstrings zu schwach sind und es zu einer Überlastungsreaktion im Muskel kommt, dann trainiere die Oberschenkelrückseite direkt. Das ist wahrscheinlich einer der wenigen Muskeln, die ich isoliert trainieren würde. Aber ja, wie gesagt, wenn ich jetzt Squats oder Deadlifts oder so, da kommt einfach keine aktive Kniebeugung gegen die Schwerkraft mit rein. Sucht euch ein paar geile Isolationsübungen für die Hamstrings. Auf der anderen Seite bringen so Sachen wie diese Knee Extensions hier eben, gerade bei so Bändergeschichten und so, Meniskus, Kreuzbänder, was weiß ich, wenn einfach von diesen Strukturen die Stabilität immer gegeben ist im Knie, dann muss die Stabilität durch Muskeln herkommen. Geht sehr geil mit solchen Sachen. Wenn es darum geht, Stabilität ins Knie, ins Sprunggelenk, sogar auch in die Hüfte ein bisschen reinzubringen. Gibt es ja nichts Geileres als
einbeinige Stabilitätsübung. Wie zum Beispiel ein einbeiniger Deadlift mit einer Kettlebell. Ganz krass und packen da dann noch einen Roman rein. Einarmiger, einbeiniger Kettlebell Row. Wird zu einer ganz krassen Ruderübung, weil du einfach die Übung sehr viel langsamer machen willst. Mosch als mit einer normalen Handel oder irgendwas abgestürzt und so. Weil dir einfach die Stabilität fehlt. Und um dich stabil zu halten, musst du das Ganze sehr viel langsamer machen. Was dem Muskel sehr viel mehr Zeit und Entspannung gibt, was die Übung sehr viel effektiver und sehr viel geiler macht.